Ja, hallo liebe Leute. Ich stehe hier mit Jay und Kaktus vom Team USC Members. Zwei Schwerverbrecher. Leute, 9-9 ausgegangen, gerade gegen meine Stadt. Was sagt ihr zum Spiel? Die ersten Stimmen, Jay. Ja, also ich würde sagen, dass insgesamt wurde das verdient hat und entschieden. Bisschen bissiger gewesen, der Gegner. Und mit ein bisschen mehr Matchglück hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Ne? Aber alles in allem wurde eine runde Sache, der hat Spaß gemacht. Und, Spiel. Das ist die Hauptsache, das war spannend, war hier drin. Und Zweikämpfe, Abschlüsse, seht ihr auch das Ergebnis. Ja. Also eine runde Sache. Kaktus, was sagst du? Ja, aber auf jeden Fall eine starke Nummer dafür, dass wir das Spiel jetzt zum ersten Mal so alle zusammengespielt haben, so zusammengewürfelte Truppe. Beim nächsten Mal ein bisschen mehr Abstimmung und dann. Genau so. Dann läuft das auch ein bisschen besser und ich ziehe mir eine längere Hose an beim nächsten Mal. Für das erste Mal war das schon die andere Fee. Ja. Was nehmt ihr euch das nächste Spiel vor? Wisst ihr, wen ihr da vor der Brust habt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Was nehmt ihr euch vor? Hinten ein bisschen konzentrierter spielen und vorne ein bisschen konzentrierter. Also, sagen wir, in allen Mannschaftsteilen ein bisschen mehr Konzentration. Und das wird ja nächstes Mal schon besser, wenn man jetzt so von jedem in etwa weiß, wie er sich bewegt, wie er läuft. Und das wird immer besser. Also ich rechne beim nächsten Mal fest mit dem Sieg. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage zum Abschluss. Ja. Kaktus heute im Tor debütiert. Du sagst gerade schon eine lange Hose, sonst war die Performance super. Woher kommt denn eigentlich der Name Kaktus? Nee. Das ist ja eine lange Geschichte, da können wir ja eine Ewigkeit erzählen. Kannst du in drei Sätze zusammenfassen. 16, ne? Ja. Ja, Kobus mit Nachnamen, dann kommt unser schönes Mitglied Siad da hinten, der mich dann mal plötzlich Kapus getauft hat. Und als ich mal bei Jay beim Umzug irgendwann dann mal einen Kaktus hochgetragen habe, kam er dann auf die glorreiche Idee, mich mal Kaktus zu nennen. Seit der Messe der Kaktus.